Diese Woche in Vatikano. Bürgermeister aus 65 Städten treffen sich im Vatikan, um Papst Franziskus Aufforderung zu folgen, im Klimaschutz aktiv zu werden. Der Bürgermeister von New York und der Governor von Kalifornien sprechen über die besonderen Herausforderungen ihrer Städte in den Vereinigten Staaten. Eine neue App lässt den Nutzer direkt mit den vatikanischen Restaurierungswerkstätten in Kontakt treten. All dies und ein exklusiver Einblick in ein neues Buch über die geistlichen Schriften des Opus Dei-Gründers. Dies und mehr jetzt in Vatikano. An einem heißen Sonntagmittag betete Papst Franziskus den Angelus mit einer großen Menschenmenge, die sich auf dem Petersplatz versammelt hatte. In seiner Meditation konzentrierte er sich auf das Evangelium von der wunderbaren Brotvermehrung. Die Menge ist beeindruckt von der wundersamen Brotvermehrung. Das Geschenk Jesu bietet allerdings die Fülle des Lebens für den hungernden Menschen. Jesus stillt nicht nur den materiellen Hunger, sondern den tiefen, den Hunger nach Sinn des Lebens, den Hunger nach Gott. Doch was können wir angesichts des Leidens, der Einsamkeit, der Armut und der Schwierigkeiten vieler Menschen tun? Sich zu beklagen nützt nichts, aber wir können, wie der im Evangelium thematisierte junge Mann, das Wenige anbieten, das wir haben. Non risolve niente. Ma possiamo offrire quel poco che abbiamo. Nach dem Angelus eröffnete er die offizielle Anmeldungsliste für den Weltjugendtag 2016 in Krakau, Polen. Heute beginnt die Anmeldephase für den 31. Weltjugendtag, der im kommenden Jahr in Polen abgehalten wird. Ich wollte die Eröffnung der Anmeldung selbst in Gegenwart eines Jungens und eines Mädchens vornehmen, die ich zu diesem Zweck zu mir kommen ließ. Papst Franziskus hat sich als erster Teilnehmer mit einem iPad angemeldet. Danach gesellten sich zwei Weltjugendtagsfreiwillige zu ihm ans Fenster. Ecco, mi sono iscritto. Und mittels dieses elektronischen Gerätes habe ich mich für den Weltjugendtag als Pilger eingeschrieben. Im Rahmen des Jahres der Barmherzigkeit wird dieser Tag gewissermaßen als Jubiläum der Jugend begangen, der zur Reflexion über das Thema »Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden« einlädt. Ich rufe die jungen Menschen in aller Welt auf, diese Pilgerfahrt entweder durch eine Reise nach Krakau oder durch die Teilnahme an diesem Augenblick der Gnade in den eigenen Gemeinden zu erleben. Mitte Juli begann offiziell der Gerichtsprozess von Josef Wesolowski. Der ehemalige Erzbischof wird des Kindesmissbrauchs und des Besitzes von Kinderpornografie während seiner 5-jährigen Amtszeit als päpstlicher Gesandter in der Dominikanischen Republik beschuldigt. Die Vorwürfe gegen den ehemaligen Prälaten wurden 2013 erhoben und der Vatikan und die Dominikanische Republik begannen mit Untersuchungen. Ein Vatikanverhör fand im September letzten Jahres statt. Wesolowski wurde laisiert und seine diplomatische Immunität wurde aufgehoben. Der polnische frühere Erzbischof wird im Vatikan verurteilt, der seinen eigenen Gerichtshof hat. Eine Verurteilung zu maximal 35 Jahren Haft könnte ihm bevorstehen. Vormals konnte die Rechtsprechung auch lebenslange Haft aussprechen. Dies wurde aber von Papst Franziskus kurz nach seiner Wahl abgeschafft. Wesolowski weist alle Anklagen zurück. Der Papst ruft, die Welt antwortet. Ein Treffen über moderne Sklaverei und Klimawandel wurde letzte Woche im Vatikan abgehalten. Das zweitägige Treffen fand in der Halle Pauls VI. Und in der Casina Pio IV. In den Vatikanischen Gärten statt. 65 Bürgermeister und andere Amtsträger wurden zum Symposium eingeladen und hatten die Gelegenheit, kurz ihre persönlichen Erfahrungen und Überlegungen zum Thema zur Diskussion zu bringen. Papst Franziskus kam am ersten Tag, um einen Rahmen für das Treffen zu geben. Und daher hat die Päpstliche Akademie für die Wissenschaft die Bürgermeister der Städte eingeladen, denn die Bedeutung geht vom Zentrum aus an die Randgebiete. Die wichtigste und einflussreichste Arbeit muss in den Randgebieten gemacht werden, das sich auf das Zentrum zubewegt, auf das Gewissen der Menschheit.
Der Heilige Stuhl oder dieses oder jenes Land können zwar einen Appell an die UN richten, aber wenn die Arbeit nicht von den Randgebieten zum Zentrum voranschreitet, dann trägt sie keine Frucht. Das ist die Verantwortung, die bei den Bürgermeistern liegt. Unter den Eingeladenen war auch der Governor von Kalifornien. Seine Wertschätzung für die päpstliche Initiative war offensichtlich. Kalifornien liegt hinsichtlich des Kohlendioxidausstoßes in den USA an zweiter Stelle. It's impressive and it's very significant. Es ist sehr beeindruckend und bedeutungsvoll, dass Bürgermeister aus so vielen Teilen der Welt zusammengekommen sind, um ihre Sorge um den Klimawandel zu besprechen, was er für das Volk bedeutet, für die ganze Menschheit. Sie kamen, um die Botschaft des Papstes zu hören, eine Botschaft der Inklusion, was er integrale Ökologie nennt. Und im Mittelpunkt stehen die Verletzlichsten und wie die Schwächsten durch das Missverhalten der Stärksten beeinträchtigt werden. Zentral ist die Größe des Problems und die Selbstgefälligkeit, die damit einhergeht. Die Gleichgültigkeit und das Fehlen von wirklichem Verständnis. Das Treffen mit dem Papst ist ein absoluter Durchbruch für die öffentliche Aufmerksamkeit. Das Arbeiten an einer Zukunft mit weniger Abgasen wird Jahrzehnte brauchen. Aber sicherlich haben wir mit dem Treffen diese Woche einen Schritt vorwärts getan. Nach meiner Ankunft zu Hause werde ich mich mit religiösen Amtsträgern, Jesuiten, Franziskanern, Dominikanern, Bischöfen und Universitätsstudenten treffen, um darüber zu sprechen, wie ihre Beteiligung an konkreten Schritten in Sachen Klimawandel aussehen könnte. Ein weiterer Teilnehmer war der Bürgermeister von San Jose, Katholik und Fan des Papstes. Ich war gespannt auf die Möglichkeit, Mitglied dieses Treffens zu sein. Natürlich würde ich nie eine Einladung des Vatikans ablehnen, besonders nicht von Papst Franziskus. Ich bin ein großer Fan. Ich bewundere, wie er die Kirche auf vielerlei Weise geöffnet und eine inklusivistische Kirche geschaffen hat. Eine Kirche, deren Leidenschaft für die soziale Gerechtigkeit wieder neu entflammt wurde, auf eine Weise, die für viele Millionen von Katholiken Bewunderung hervorruft, mich selbst eingeschlossen. Ich wollte Teil davon sein. Die großen Firmen in Silicon Valley werden beobachtet, denn sie verwandeln Kalifornien in eine Art exklusives Pflaster ihrer eigenen Interessen. Die Herausforderung mit Silicon Valley ist sehr groß, denn es muss eine Stadt beibehalten werden, in der alle vorankommen können, nicht nur diejenigen, die für Google oder Facebook arbeiten. Wir haben Tausende von Familien, die wegen des außerordentlichen Wachstums auf der Strecke bleiben und die Grundstückspreise steigen ins Unermessliche. Wir konzentrieren uns auf die Finanzierbarkeit von Häusern und um mehr Möglichkeiten für die Mehrheit. Das ist wichtig für uns in San Jose und im ganzen Silicon Valley. In anderen Teilen der Welt, in Ländern wie Jamaika, stehen andere Probleme im Vordergrund, wie Zwangsarbeit, so berichtet die Bürgermeisterin aus Kingsland. Es gibt das Problem der Zwangsarbeit, das wir in der Vergangenheit in Jamaika nicht oft thematisiert hatten. Nicht, weil es diese nicht gibt, sondern weil die meisten Menschen sich dessen nicht bewusst sind, wie weit sie verbreitet ist. Ich denke, es gibt auch einige kulturelle Gepflogenheiten, die die Menschen verarmen lassen. Wenn Sie ein Kind auf der Straße betteln sehen oder wenn es anbietet, Ihre Autoscheibe zu waschen, dann ist das manchmal die einzige Art, wie es überleben kann. Wir wissen von Mädchen, die von ihren Eltern mit älteren Männern verkuppelt werden, damit sie mit dem Geld den Rest der Familie ernähren können, damit sie in die Schule gehen können und damit sie Dinge für ihre Familie kaufen können. Meistens wenden die Menschen ihren Blick davon ab. Einige von uns sagen, das ist nicht gut, aber wir bringen keine Lösung hervor. Dann hört man plötzlich internationale Agenturen von Zwangsarbeit sprechen. Und dann sagen wir plötzlich, ja, was ist denn da los? Und dann endlich bewegt sich was. Denn man macht seine eigenen Untersuchungen und versteht, ja, es gibt diese Probleme. Es ist etwas, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Es ist etwas, über das wir sprechen müssen, das wir anerkennen müssen und das wir lösen müssen. Wir müssen diesbezüglich etwas tun. Die Bevölkerung Jamaikas vertraut der katholischen Kirche mit ihren karitativen Einrichtungen schon seit langem und wird es auch in Zukunft tun.
Die Kirche in Jamaika hat bei diesen Problemen immer geholfen. Ja, sie stellt wahrscheinlich die größte Gruppe von Freiwilligen, um mit den Herausforderungen der Obdachlosigkeit, der Suppenküchen für die Armen und der Bildung von Kindern fertig zu werden. Seit Jahren ist das schon so, es ist nichts Neues. Wir sagen immer, dass die Kirche noch mehr tun müsse, dass sie aus sich selber herausgehen müsse, zu den Menschen. Aus Deutschland war ein Vertreter für Stadtentwicklung und Umwelt anwesend. Für Berlin gehen wir davon aus, dass wir Ende des Jahres unsere Sachen soweit haben. Wir müssen für die weltweite Diskussion im Dezember in Paris konkrete Entscheidungen treffen, wo die nationalen Regierungen sich ja einigen müssen, wo sie hinwollen. Und ja, ansonsten geht es darum, dass die Menschen eben wissen, worum geht es, wo wollen wir hin, und dass sie das mit Herz und Verstand machen, dass sie das sozusagen verinnerlichen, auch als ihre Aufgabe. Und ich glaube, da werden wir die nächsten 2-3 Jahre schon deutlich weiterkommen. Am Abend des 22. Juli endeten die Sitzungen und die Bürgermeister kehrten in ihre Städte zurück, viele von ihnen mit neuem Enthusiasmus. Einer der Teilnehmer des Spitzentreffens im Vatikan über Klimawandel war der Bürgermeister von New York, Bill de Blasio. De Blasio drückte seine Freude über die Initiative des Papstes aus. Ich finde dieses Treffen außerordentlich effektiv. Denn es gibt eine Menge von gleichgesinnten Menschen in einem Raum, die entschlossen sind, schnellere Entscheidungen zu treffen, um diese Probleme anzugehen. Ich denke, es ist immer wesentlich im menschlichen Leben, sich durch eine Gruppe zu stärken. Es ist eine Erinnerung daran, wie viele Amtsträger der ganzen Welt ihre Landesregierung zum Handeln bringen wollen. Und zwar durch ihr eigenes Beispiel. Aber denken Sie daran, die Unterstützung seiner Heiligkeit zu haben, ist das Ermutigendste von allem. Es gibt eine große Sicherheit, die stärkste moralische Stimme der Welt als Aufforderung zu haben, etwas zu tun. Es war für mich ein absolutes Privileg, Teil davon sein zu können. Papst Franziskus richtete sich nicht nur an die Weltkirche, sondern auch an die säkulare Welt. Ich denke, dass er sich an beide Welten richtet, die Wirtschaftswelt und die Regierungen. Darin liegt eine Gelegenheit. Er sagt, dass die Institutionen auf der Welt sich mehr einsetzen müssen. Er hat offensichtlich keine Angst, von den Problemen des kapitalistischen Systems zu sprechen. Und das ist auch nötig. Er macht deutlich, dass die Regierungen sich verbessern müssen. Eine der schwierigeren Fragen war, wie Klimawandel mit Menschenhandel in Verbindung steht. Ich denke, wenn man gut hinhört, dann spricht er von einem Kreislauf, der uns herabwürdigt. Denn wir haben nicht nur Zustände geschaffen, durch die unsere Umwelt ständig bedroht wird, sondern wir haben auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten so vieler Menschen eingeschränkt. Daher verschärft sich die Ungerechtigkeit und durch den Mangel an Möglichkeiten kommen einige der schlimmsten Umstände ans Licht. Von daher stammt dann der Menschenhandel. Man sieht Menschen, die andere ausnutzen. Man sieht Jugendliche, die keine wirtschaftlichen Möglichkeiten haben und zu den schlimmsten Arbeiten gezwungen werden. Ich denke, dass der Papst mit großem Nachdruck und stimmig diese Punkte miteinander verschmolzen hat. Sie stehen alle in Beziehung. Wenn wir uns nicht um die Erde kümmern und keine gerechte Wirtschaft fördern, wenn diese beiden Wirklichkeiten sich rein auf Wirtschaftsentscheidungen stützen und nicht auf Regierungsentscheidungen, dann macht das alles keinen Sinn. Der Bürgermeister hat seinen Plan geäußert, in den kommenden 10 Jahren den Ausstoß von Schadstoffen im Vergleich zu 2005 um 30% zu verringern. Meine Botschaft ist deutlich. Wir kommen, um die Probleme friedlich und in Zusammenarbeit zu lösen. Wenn wir fehlende Mitarbeit feststellen, dann werden wir sie erzwingen. Und ich denke, das war auch einer der zentralen Punkte der UN im letzten September. Ich finde aber im Wirtschaftsumfeld mehr und mehr Menschen, die sich des Klimawandels annehmen wollen und Lösungen suchen. Ich hoffe also auf gute Resultate. Am Montag, den 29. Juni, wurde dem Menschenrechtsrat in Genf der Untersuchungsbericht der Vereinten Nationen über die Geschehnisse des Kriegs in Gaza im letzten Sommer vorgelegt.
Außerdem weist der Bericht auf ein Scheitern des Vorgehens Israels hin, in diesen massiven, durch die Besatzungsmacht verübten Übergriffen zu ermitteln, die nichts anderes sind als Verstöße gegen die Menschlichkeit. Eine Woche zuvor hatte der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu die Ergebnisse des Berichts beanstandet. Für Israel ist dieser Bericht verfälscht und unausgewogen, und es hält alle unvoreingenommenen Beobachter dazu an, ihn ebenso zu sehen. Die amerikanische Juristin Mary McGowan Davis, die der unabhängigen Untersuchung vorstand, sagte, das Ergebnis der Untersuchung hätte anders ausgesehen, wenn Israel kooperiert hätte. Drei große Konflikte in 6 Jahren und die Blockade haben der Wirtschaft Gazas die Luft abgeschnitten und die Bevölkerung Gazas bei der Inanspruchnahme beinahe jeden Rechts behindert, dem Zugang zu Bildung, Wohnungsbau, medizinischer Versorgung, Nahrung, Wasser und sanitären Einrichtungen. Eviator Manoah, israelischer Botschafter bei den Vereinten Nationen in Genf, nahm nicht an der Sitzung des Menschenrechtsrats teil. Der Bericht beschuldigt Israel wie auch Palästina möglicher Kriegsverbrechen. Fast 2200 Palästinenser hätten ihr Leben verloren und rund 11.000 seien im Krieg gegen Israel verletzt worden. Im Anschluss an die Sitzung veranstalteten einige palästinensische Hilfs- und Menschenrechtsorganisationen Nebenveranstaltungen als Reaktion auf die Untersuchungen der UN. Während man über den Bericht und über Gerechtigkeit und Verantwortlichkeit spricht, es geht hier nicht um Palästina, Israel, sondern um Opfer und Täter. And we think things will change sooner or later. Wir glauben, dass sich die Situation früher oder später ändern wird. Denn letzten Endes muss Recht Recht bleiben. Und nichts kann die Menschen daran hindern, Gerechtigkeit und ihre fundamentalen Rechte einzufordern. Die Situation in Gaza ist nicht nur ein humanitäres Problem mit Nahrungsknappheit und Zerstörung überall. Es geht hier um Menschenrechte. Müssten wir sonst seit 2006 alle 2 Jahre hier zusammenkommen und über diese Dinge beraten? Wenn wir der Bevölkerung also tatsächlich Gerechtigkeit bringen wollen, müssen wir die Hauptursache, den Ursprung dieses Problems angehen. Wir sind sehr froh darüber, dass der Vatikan Palästina jetzt als Staat anerkennt, obwohl das noch nicht alles ist. Wir wünschen uns mehr als das. Wir wünschen uns, dass Israel wirklich zur Rechenschaft gezogen wird. Und was die Palästinenser betrifft, sie haben es verdient, ihr eigenes Land zu besitzen und ihr Leben so zu leben, wie jeder andere Mensch auf der Welt. Nach der Besprechung im UN-Menschenrechtsrat wird über den Bericht abgestimmt werden. Ein Resolutionsentwurf wird dann an die UN-Generalversammlung, den Sicherheitsrat und den Internationalen Gerichtshof für weitere Maßnahmen weitergeleitet. Willkommen in der Welt der Patrons of the Arts. Eine neue App mit Namen Patrum wurde zu einem Zweck geschaffen. Wir haben einen Patron in New York. Dieser hat eine Stiftung mit dem Namen Dream Big. Er hat eine gewisse Menge von Geld zur Verfügung gestellt, um diese App zu entwickeln. Ziel dieser App ist, eine Interaktion zwischen den Nutzern herzustellen und Crowdfunding zu nutzen, um eine neue Art von Mäzenen anzuwerben. Vielleicht hat jemand der jüngeren Nutzer Interesse daran, $20 für ein Projekt zu spenden, kann aber nicht für das Ganze bezahlen. Ziel ist es daher, diesen neuen Kunden durch soziale Medien anzuwerben. Die App ist so strukturiert, dass sie eine Art Nachrichtenfeed-Layout besitzt. Jeden Tag gibt es neue Nachrichten. Wie man jeden Tag Instagram nach Nachrichten durchsieht, kann man auch die Patrons-App jeden Tag ansehen, um spaßige Nachrichten über die Patrons, über die Kuratoren von Museen und über verschiedene Kunstwerke in Museen sowie über verschiedene Ereignisse der Patrons auf der ganzen Welt abzurufen. Die App ist für alle Patrons, Mäzene wie auch neue Mitglieder gedacht. Sie ermutigt mehr Menschen, dieser Initiative beizutreten. Man kann kommentieren, man kann liken, man kann teilen. Wenn man ein gewisses Level von Mäzenen erreicht hat, weil man sich als Patron oder nicht Patron angemeldet hat, wenn man also Patron ist, dann kann man durch einen Chat-Service direkt mit unserem Büro in Verbindung treten. Man kann sich über neue Projekte informieren und wie sie finanziert werden. Man kann beim Frühstück sagen, hi, ich frühstücke gerade, aber ich will wissen, wie es meinem Projekt geht. Ich frage mich, wie es vorangeht.
Dann kann man einfach eine Nachricht schicken und wir beantworten diese in Echtzeit. Die App wird den Nutzern auch ermöglichen, in Echtzeit Multimedia-Inhalte über laufende Projekte auszutauschen. Ja, es gibt eine Art, wie man als Kurator ein Bild senden und dem Nutzer mitteilen kann. Hier sehen Sie einen Schnappschuss Ihres Projektes. Also ja, man kann Echtzeitreaktionen über das laufende Geschehen erhalten, wie es mit den Kunstwerken steht. Es ist aufregend und es ist das, was unsere Patrons verdienen. Jeder, der daran interessiert ist, das katholische Erbe des Vatikans zu retten, ist bei den Patrons genau richtig. Die Patrons sind eine Gruppe, die in den frühen 80er Jahren gegründet wurde und eine internationale Mitgliedschaft hat. Ursprünglich war das Ganze für Amerikaner gedacht, aber wir wachsen derzeit und wir freuen uns sehr, europäische und asiatische Partner zu haben. Was wir tun, ist, für verschiedene Restaurierungsprojekte in den Museen Geld zu sammeln. Angelpunkt ist ein Buch, das wir jedes Jahr veröffentlichen und das alle Projekte in den Museen auflistet, für die Geld gebraucht wird. Dann verschicken wir dieses Wunschbuch an unsere Klientel weltweit und sie adoptieren Projekte. Die App wird ab August downloadbar sein. Suchen Sie einfach nach Patrum in jedem App Store. Mit über 90.000 Mitgliedern, Männern und Frauen und 200 Priestern auf der ganzen Welt ist das Opus Dei in über 90 Ländern aktiv. Der Gründer, der heilige José María Escrivá, hat zahlreiche Predigten, Meditationen und geistliche Texte über den sogenannten Weg geschrieben. Nun ist ein Buch über seine geistlichen Werke als Frucht langer Forschung erschienen, das jetzt auch auf Deutsch veröffentlicht wird. Die spanische Ausgabe des Buches gibt es schon seit einiger Zeit. Die englische Ausgabe ist ebenfalls bereits in Arbeit. Der Inhalt dieses Buches, das nicht ich allein geschrieben habe, sondern zusammen mit dem Professor Javier López, der mehr gemacht hat als ich, muss ich ehrlicherweise gestehen, möchte sein eine Gesamtdarstellung der geistlichen Lehren des Gründers des Opus Dei. Das war das Ziel. Und das Interessante sozusagen daran ist, dass es zwar sehr viel Literatur über verschiedene Punkte der Lehren des heiligen José María gibt, aber in keiner Weise ein Gesamtkonzept, eine systematische Darstellung dessen, was er sagt. Und das ist unser Ziel gewesen. Es ist aber auch geplant und schon weit fortgeschritten die italienische Übersetzung, die heuer im Sommer noch überarbeitet wird. Und der erste Band der englischen ist relativ weit gediehen. Ich werde den Sommer damit verbringen, die letzten Korrekturen des ersten Bandes noch zu bewerkstelligen. Das Buch ist die Frucht von einem Jahrzehnt der Forschung und Arbeit. Eine gewaltige Menge von Manuskripten musste durchforscht werden. Schriften für die Mitglieder, tausende von Seiten, dann tausende von Seiten Mitschriften von seiner Predigt, seiner Verkündigungstätigkeit überhaupt, die nicht veröffentlicht sind, die Veröffentlichung anstehen. Das wird aber Jahrzehnte dauern, bis wir da weiterkommen. Uns standen aber alle diese Dinge zur Verfügung. Und insofern bieten wir etwas, was es woanders bisher nicht gibt. Obwohl mit wissenschaftlicher Präzision verfasst, ist es gewinnbringend auch für jeden ganz normalen Leser. Ein zentrales Thema ist schließlich die Heiligung des alltäglichen Lebens. Die Sprache des heiligen José María äußerst lebendig und praktisch und völlig eindeutig und klar. Er ist ein Prediger, nicht ein Philosoph oder ein Theologe. Ist es im Grunde genommen für jedermann zu machen. Und ich habe mit vielen Leuten schon gesprochen, die vernünftige Personen sind, aber keine spezifische theologische Bildung haben. Und die genießen das Buch. Es gibt drei Teile. Der erste Teil hat eine lange Einleitung, theologischer, historischer Kontext der Lehren des heiligen José María. Und dann folgt in drei Teilen die Zielsetzung des christlichen Lebens. Was strebt, wonach strebt der Christ in seinem Leben? Gott zu verherrlichen, das Reich Jesu Christi zu gründen, die Kirche aufbauen zu helfen. Da ist das Gebetsleben drinnen, da ist die Heilige Messe drinnen als Wurzel und Zentrum des Lebens des Christen. Dann
vom Kampf, ein sehr wichtiges Thema, das heute nicht modern ist, das der heilige Josef Maria aber sehr betont, ohne zu kämpfen gegen uns selbst, nicht gegen die anderen, gegen den eigenen Schweinehund, sagen wir es einmal, also auf Wienerisch quasi, gibt es kein Voranschreiten im geistlichen Leben. Heute bereits Teil des Stadtplans von Rom, verbindet diese monumentale Straße den Petersplatz mit dem Castel Sant'Angelo. Jeder Tourist oder jeder Pilger sieht heute eine breite Straße, die nach St. Peter führt. Das war nicht immer so, denn diese Straße ist eigentlich noch gar nicht so alt. In den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts erst kam die Idee auf, diese Straße zu bauen. Bis dahin hatten wir hier einen Teil des Borgo. Wir hatten hier Paläste, wir hatten hier Kirche, Mietshäuser. Das alles wurde abgerissen unter dramatischen Umständen. Es gab durchaus einen Streit, ob man es tun sollte oder nicht. Denn der Eindruck, wenn man durch diese kleinen, dunklen Gassen zu St. Peter ging, war natürlich phänomenal. Auf einmal stand man vor der großen, breiten, einladenden Fläche des Petersplatzes. Aber man entschied dann in den 30er Jahren doch, diese breite Prachtstraße zu bauen, die übrigens sehr lange im Bau war. Sie ist erst 1950 zum Heiligen Jahr fertiggestellt worden und trägt eigentlich auch seitdem erst den Namen Via della Conciliazione, Straße der Versöhnung zwischen Italien und dem Heiligen Stuhl. Die Straße ist ca. 500 Meter lang und ihr Bau dauerte 14 Jahre. Für besondere Ereignisse diente sie als eine Art natürliche Verlängerung des Platzes selbst und erlaubte, dass mehr Teilnehmer den Ereignissen beiwohnen konnten. Es hat sich natürlich heute auch bei großen Festen erwiesen, dass es sinnvoll war. Denken wir an die Beisetzung von Johannes Paul II. Oder auch das kommende Heilige Jahr, wird dann diese Straße, die dann auch Fußgängerzone generell ist für diese Zeit, doch dann auch zu einem Teil des Festes, des Glaubensfestes des Heiligen Jahres machen. Die Obelisken entlang der Straße wurden für das Jubeljahr 1950 gebaut. Thank you.